Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar ist es schon ein halbes Jahr, etwas mehr als ein halbes Jahr vielleicht, von her, dass ich meine letzte Manga-Sammlung gemacht habe. Und bevor wir gleich anfangen, habe ich noch was anderes zu zeigen. Und zwar einmal meine erste Figur, das ist meine erste Anime-Figur, ja doch. Rage of Bahamut ist es. Von der Serie Rage of Bahamut, ich weiß nicht, ob es davon ein Anime gibt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich mich in LG geholt, ich weiß jetzt auch gerade den Namen nicht, verzeiht mir das bitte. Ist sehr schön detailliert gemacht alles, die Flügel waren schwierig reinzukriegen und haben mir in die Haut wehgetan. Möchte ich mal sagen. Naja, so viel dazu. Dann haben wir hier noch die Asuna in der Titania-Version. Ja, einfach nur etwas kleiner zum Vergleich. So ungefähr. Auch eine nette Figur. Und jetzt zu den Mangas. Seit letztes Mal hat sich da einiges getan. Genauso hat sich hier auch ein bisschen Staub angesammelt. Jedenfalls, so, da ich diesmal mehr habe als, sodass ich nicht alle, dass ich nicht auf jeden drauf eingehen kann, werde ich die einfach nur kurz rausnehmen, was Manga benennen und ja, mal schauen. Übrigens, ich sortiere die nicht nach Autor oder so, nach Zeichner, ich sortiere die nach nach meinem Weg, genau, das wollte ich sagen. Und Zahlen haben zuerst. So, wir haben hier 16 Live. Mir fehlt dann noch der zweite Band leider. Ansonsten eine kurze Geschichte eigentlich. Shoujo Genre heißt es, glaube ich. Dann haben wir hier Eilenlos Geheimnis, auch zwei Bänder, auch eine kurze romantische Geschichte. So, geht rein, mach keinen Stress, Junge. So, dann haben wir hier Big Order, das ist wahrscheinlich das eine der beliebten, momentan beliebtesten Manga, die es zu lesen gibt. Ist von dem Macher von Miraniki, aber das wissen mich, werden wahrscheinlich jetzt schon einige wissen oder viele. Momentan ist das neueste, der fünfte Band in Schwarz. Und ich finde, die Story ist wirklich immer noch sehr interessant. Was ich nicht leiden kann, ist, dass die Schwester vom Vater entführt wird, beziehungsweise dass generell der Vater quasi der Bösewicht ist. Mal sehen, wie es ausgehen wird. Bin gespannt. So, dann haben wir hier Bloodlet. Ich habe die als Box-Version gekauft, war günstiger. Oh, mein Arm fällt gleich ab. So, als Box-Version gekauft, war günstiger. Was ist denn? 10 Bänder und ist damit auch abgeschlossen. Der Anime geht nur bis zum. Lass mich mal kurz überlegen. Ich würde sagen, wirklich nur bis zur Hälfte. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, irgendwo bei der Hälfte hört er auf. Weil da kommt noch einiges an Material, was man im Anime nicht gar nicht mehr sieht. Warte mal, Moment, ich mach das ein bisschen weiter nach hinten. So. Dann Blutige Liebe ist ein Einzelband, Vampirgeschichte. Ist nicht unbedingt klischeehaft, wie. Also, es ist auf keinen Fall so schlimm wie Twilight, wobei ich Twilight nie gesehen habe. Egal, ist nicht so schlimm. Ich meine, es ist nicht so schlimm wie das, aber schöne kurze Geschichte. Dann haben wir hier Beton. Momentan habe ich nur 4 Bänder. Einmal so eine Box geholt, ist halt günstiger. Und da, Moment, lass mich überlegen, ich glaube, bis zum dritten. Zum zweiten oder dritten Band geht der Anime, glaube ich.
Der hat nämlich auch nur 10 oder 12 Episoden, ich bin mir jetzt nicht sicher. Der fünfte Band ist draußen, aber habe ich noch nicht. Dann haben wir hier Konduktor. Ganz ehrlich, das ist irgendwie so. Was war das nochmal? Wo stand es hier genau? Hoppala, hier. So. Das ist Mystery-Zeug. Ich habe die ersten zwei Bände mir geholt, weil ich da misstrauisch war, wie das weitergeht, wie der Manga an sich sein wird. Und ganz ehrlich, ich bin da auch. Ich werde es auf jeden Fall nicht weiterlesen, weil das ist einfach nicht mein Ding. Ist eine verwirrende Story, muss man viel lesen und man muss da wirklich gut aufpassen, dass man das alles mitkriegt, was da passiert. Ist jedenfalls nicht mein Geschmack. Na toll, es klingt das Telefon. Einen Moment, ich mache kurz Pause. So, und weiter geht's. Telefon ist jetzt ausgeschaltet. So, als nächstes Crime Zone. Habe ich bis jetzt nur den ersten Band gekauft. Schon lange her, dass ich ihn gekauft habe. Und nein, es hat nichts mit Batman zu tun. Superpowers sind halt so dämonische Viecher, Vampirviecher, die keine Vampire sind, sondern irgendwie so Dämonen. Monsterviecher. Und blutiges Metal und coole Action. So, Crimson Shell habe ich mir vor kurzem gekauft, deswegen weiß ich auch noch genau, was da abgeht. Und zwar, so viel dazu, dass ich noch weiß. Ist ein Einzelband, finde ich etwas schade, weil die Story hätte man wirklich etwas ausbauen können. Es geht um eine Organisation, Menschen, die halt mit diesem Rosenvirus befallen sind, die verwandeln sich in Monster, werden verrückt und fressen Menschen halt. Und es gibt halt welche, die halt dagegen ankämpfen und, da, und sie gehört zu dieser Organisation. So, Action ist da dabei, Verrat, Drama, naja, das Übliche würde ich mal sagen. Dann haben wir hier Deadless. Dazu gibt es eigentlich eine Manga-Review. Ich muss allerdings sagen, mir ist erst vor kurzem aufgefallen, dass es einen achten Band gab. Wusste ich nämlich gar nicht. Ja, Action ist sehr viel enthalten. Und im achten Band endet es, würde ich jetzt behaupten. Ich meine, es endet hier. Oh, nein. Es gibt noch einen neunten Band. Okay, es geht auch noch weiter. Dann, ja. Action. Coole Kampfszene. Die Zeichnung. Die Zeichenart gefällt mir sehr. Und, Action halt. So, zweites Regal hier. Einfach nur S und Absolut M. Und nein, das hat nichts mit SM zu tun. Das ist einfach nur ein Band mit vielen Kurzgeschichten über zwei Partner, immer Beziehungspartner, wie die dann zusammenkommen oder eben nicht. Elfenlied muss ich wohl wenig sagen, kennt jeder. Ich habe es in der Manga-Review schon gesagt, aber ich finde es auch hier schade, dass der Anime nur. Nein, der Anime hat nicht mal die ansatzweise die Hälfte vom Manga. Ich habe jetzt nur bei 2 oder 3 fertig. Schade. Dann bin ich gerade dabei, Fairy Tail die ganzen Bänder zu holen. Bis jetzt habe ich nur die ersten 8 von 38 oder was es gerade gibt. Ja. Kennt auch jeder. Ist meine Lieblingsserie, die werde ich auch hin. Das ist wahrscheinlich der einzige Manga, wo ich alle Bänder mir holen werde, wo ich halt wirklich ganz viel, wo ich halt so viele überhaupt Bänder habe von einer Serie haben werde. Komm, ich korrigiere mich selbst. So, dann geht's weiter mit Gecko. Moment, ich habe erstmal Staub weg hier, das geht gar nicht. So, ich habe hier natürlich noch die Fairy Tail Illustrations, auch von Hiro Mashima.
Maschima. Hier sind halt die ganzen Zeichnungen drin, kann ich euch eigentlich nur empfehlen, wenn ihr Fan dieser Serie seid. Skizzen und Erklärungen vom Zeichner, warum er wie was gezeichnet hat. Schönes Buch, hat, glaube ich, nur da. 19,95 kostet. Da. Kann ich euch empfehlen. Dann weiter mit Gecko. Ja, es ist Action, Gangster, Dingens, nicht Dingens, Yakuza, genau. Im Japanischen heißen die ja Yakuza. Im Prinzip sind es Gangster, Mafiosen, whatever. Und es geht um inneren Konflikt und Rache oder sowas. Ist etwas eine Weile her. Und der ist ab 18. Würde ich jetzt behaupten. Ah, nein, ab 16. So. Wegen den Zeichnungen wahrscheinlich. So, dann haben wir hier Girls in the Glass. Eigentlich komplett unnötig. Warte mal, so. So sieht man es besser. Eigentlich komplett unnötig, weil es sind hier auch wieder Kurzgeschichten über zwei Beziehungspartner, die entweder zusammenkommen oder nicht. Und es sieht so aus, dass die Typen, die Kerle, die dann mit dem Protagonisten dann immer halt eine Brille aufhaben und dann erst nur die Unterwäsche sehen und dann sie komplett nackt sehen. Ich weiß nicht, welchen Sinn das hat, aber na gut. Die Zeichenart ist halt sehr detailliert oder ich sag's mal gut gemacht und deswegen habe ich mir das auch nicht geholt. Naja, High School of the Dead. High School of DxD. Da läuft hier gerade die dritte Staffel, hat ja angefangen. DxD Born heißt die. Mal sehen, wie die wird. Klar, die Story ist nicht der Hammer, ist, wenn überhaupt eine Story drin ist, aber es ist eigentlich ganz lustig zu lesen. So. Aber hier haben wir Highschool DxD. Nur zwei Bänder. Da fehlen mir immer noch die anderen. Das ist in Full Color Edition. Und ja, Untote, die man halt abknallen muss, um zu überleben und so. Apokalypse halt. So, wir sind hier unten im dritten. Ich hab leider keinen Platz mehr für die, oder ich weiß halt nicht, wie ich die stapeln soll, ob ich die hier vorne dran stelle. Ich zeig's mal hier so vorne dran stellen werde oder nicht. Weiß ich noch nicht, deswegen stapel ich die einfach gerade so hier rein. Wir machen aber hier weiter und zwar haben wir hier Maidsama, genau. Von Hiro Fujiwara. Alle Teile. Ich muss mit der Kamera muss ich besser aufpassen. So, alle Teile, das werdet ihr, die meisten werden es kennen. Ist eine Romance. Alter, ich hasse das deutsche Wort romantisch. Romance hört sich irgendwie viel besser an. So, 17 Bänder hat er. Der Anime geht bis zum, ich würde sagen, 10 oder 11 war es. Ich weiß es nicht, nein, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall auch wieder hier irgendwo die Hälfte hat man weggelassen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin von dem etwas enttäuscht, weil also in der ersten Hälfte lernt man, ist eher so der Misaki-Bereich, lernt man eher die Hauptprotagonisten kennen und halt ist die Story mehr auf sie bezogen und im zweiten Teilbereich ist die Story mehr auf den Kerl bezogen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Ne, habe ich vergessen. Und seine Hintergrundgeschichte und alles halt, die erfährt man im Anime sowieso nicht. Und
Man erfährt im Anime also nur das, dass sie am Ende ein Paar werden, oder man kann es halt vermuten, weil sie sich dann auch am Ende küssen im Schulfest. Aber hier geht es dann weiter und da sind die auch wirklich ein Paar. Bloß das Ende, das hätten die ruhig besser machen können. Das ist echt schwach, finde ich. So, das werde ich aber nicht spoilern, das könnt ihr selbst lesen. Oder habe ich Kami Kaishi. Habe ich zwei Bände, ich weiß aber nicht, ob das alle sind. Ich meine nicht. Weiß ich gerade absolut gar nicht. Es geht um ein kleines Mädchen, das in den Haaren halt Götter trägt und die möchten eigentlich irgendwie raus. Und die hat da irgendwie Probleme und kriegt dann von den Göttern und den Typen Hilfe, um dann alles zu überleben, weil sie wird am Mann. Oh. Moment, erstmal mache ich das rein und dann sag ich mal das zu Ende. Meine Fresse! Geht der Scheiß da eigentlich mal rein hier? So. Also. Jetzt hab ich schon Faden verloren. Boah, Schande bei mir. Schande! Kleines Mädchen, das halt von wahrscheinlich vielen großen, vielen älteren Kerlen beschützt wird und so weiter. Um halt dann irgendwie das seelische Leben zu schaffen. So ungefähr habe ich noch im Kopf. So, Moment. Geht man? Moment. Das schieben wir mal weg. So, und ich muss nicht mehr heben. Sehr gut. Dann haben wir hier die Con-Serie. 1 bis 4. Einen Augenblick. Hier 1 bis 4. Das ist die ganz normale Manga-Serie halt. Dann gibt es einen Zusatz, und zwar wo die erste Bandgruppe quasi die Highschool verlässt und die jüngeren jetzt die Band sind in der Band, und einen weiteren Zusatz, wo man sieht, wie sie dann im College halt weitermachen. Nette Story. Kennt wahrscheinlich jeder, es geht um Musik, um eine Musikband, und ja. So, dann haben wir hier als weiteres Lilium Fizz. Das ist der zweite Band, mir fehlt der erste Band. Habe aber natürlich beide gelesen schon. Ist eine Succubus, oder eine Dämon auf jeden Fall. Doch eine Succubus, und trifft halt einen Kerl und dann halt wieder eine Romance-Story. Ach, rein mit dir. So, Our Miracle habe ich auch schon als Manga-Review vorgestellt. Im Vergleich wie Fate Stay Night war das ja. Und dass die leben in der Gegenwart und sie erinnern sich aber an ihr früheres Leben. Zum Beispiel, dass der Typ hier als sein früheres Leben war halt die Königin. Fand ich die Idee eigentlich ganz gut. Das Problem ist nur, wenn jeder in der Scheißschule da an sein früheres Leben erinnert, dann macht es ihn nicht quasi. Dann ist es irgendwie langweilig, ich weiß nicht. Also, ich habe nach dem vierten Band aufgehört. Ich habe nach dem vierten Band aufgehört und finde ich die Story jetzt eigentlich nicht so. Die Spannung ging leider für mich bergab. Die war hier beim ersten Band ganz oben und ging dann so bergab. So, ich muss gucken, dass das hier alles auch noch beleuchtet ist. Erstmal hier den Stapel hier rüber. So, dann haben wir hier warte mal, ich kann das nicht lesen. Sanctuary Amnesia Girl. 4 Bänder. Edgy Elemente enthalten. Wer hätte es gedacht am Cover? Kann man es ja überhaupt nicht erkennen. Action, und die Story ist eigentlich nur so lala.
Und zwar lass mich überlegen. Die müssen irgendwie die Welt retten oder irgendwas göttern. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ich kann nur so sagen, von der Bewertung von 10 würde ich dem eine 4,5 geben. So, Soul Eater, das war einer der ersten Manga, den ich mir geholt habe. Werden wahrscheinlich viele kennen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich mit dem einfach nicht anfreunden. Sorry. Das wird einfach nicht passieren. Wobei der ja alle Genres enthält, die ich mag. Aber wahrscheinlich wegen der Zeichenart werde ich ihn einfach nicht mit ihm anfreunden können. Sorry. Mögen mich doch alle haten, wenn es sein muss. Die ganzen Soul Eater Fans. Aber es ist halt eben mein Geschmack. Wie einfach ein No-Go. Vielleicht irgendwann später mal. Nach 10 Jahren oder so. So, dann habe ich hier von Sword Art Online Favorite Dance. Das ist der Manga, genau. Da drüben ist noch der Novel. Ich wollte empfehlen, aber halt Einkrad, wie das heißt. Und da kommt, glaube ich, noch ein dritter Band. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur 2 Bände. Und der ist auf Englisch. Das muss man noch dazu sagen. Der ist auf Englisch. Yeah. Englisch. Mach aber nichts. Rein mit dir. Und halt das Novel. Das geht. Ja, das ist links nach rechts. Das ist ganz normal. Das Buch hat ein Novel. Keine Bilder oder so. Das zum Lesen halt. Auch in Englisch. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch gar nicht mehr gelesen. Das ist peinlich. Peinlich. Jetzt geht rein. So. So, dann kommen wir mal zu dem Stapel hier. Nicht dem hier, sondern dem hier. Wobei, das kann ich auch so zeigen. Und zwar ist es The Breaker. Die erste Staffel, erste Serie. Das ist eigentlich ein Manga, weil es kein japanischer Manga ist, sondern ein koreanischer, genau. Aber es geht hier ganz viel Gewalt, ganz viel Martial Arts. Ich würde eigentlich behaupten, es ist mit Abstand der beste Martial Arts Manga überhaupt, weil es ist wirklich, die Kämpfe sind wirklich gut gemacht. Es sind ein paar kleine Action-Elemente dabei, aber hauptsächlich wird richtig geprügelt, Blut fließt da und wird umgespritzt und alles. Alles verblutet und alles. Aber der ist ab 16 und Action halt, ne? The Breaker New Ways gibt es auch schon 5 Bänder, kam ich aber noch nicht dazu, den zu holen. Auf jeden Fall gibt's hier, ist es dickes Material zum Lesen. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich, wie gesagt, finde ich persönlich, ist einfach einer der besten oder der beste Martial Arts. Naja, genau. Am Ende wird's, also wo es gerade jetzt aktuell in der Story, wie es gerade aktuell in der Story ist es gerade so, dass es ein bisschen weniger Martial Arts ist, sondern einfach nur übertrieben Son Goku Power Scheiß. Das finde ich jetzt ehrlich. Moment, also nicht, dass die Leute denken jetzt, ich mag kein Dragon Ball. Dragon Ball ist saugeil, ne? Aber wenn man sich auf Martial Arts bezieht, wo man das ein bisschen realistisch hält, dann kann man nicht einfach so auf den Boden schlagen und da entsteht ein Krater oder sowas. Das geht einfach nicht. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde es nicht schlecht, aber übertrieben. Okay, zum nächsten Stapel sehe ich einfach gerade ne Band runter. The Lady and Her Demon Butler, dachte ich, das ist wie
Ja, Dämon Butler vom. Nein, das ist die andere Serie mit dem Dämon Butler. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß nicht genau, wie der auf Japanisch heißt. Dachte, das wäre sowas Ähnliches, ist aber auch nichts anderes wie ein Band mit mehreren Kurzgeschichten. So, dann haben wir hier Zelda. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, ein Manga als Zelda. Vor allem das Krasse ist ja der Typ, der Link, ja, der stumme Held. Er redet. Ich finde es ja nicht schlimm, aber ist mal was Neues. So, dann haben wir hier Kokagre. Die große Schwester. Ist das die große Schwester oder ist es nur eine Freundin von dem Typen? Die stirbt beim Unfall und wird von einem Dämon besessen. Ich habe nur den ersten Band gelesen. Fand ich, glaube ich, nicht so gut oder ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall geht es da mehr als ein Band, genau, der Typ ist der Hauptprotagonist. Mit ihr zusammen halt. So, nächster Band. Triage X. Gibt schon mehrere Bänder, ich habe bis jetzt nur einen. Und die Anime-Adaption hat angefangen, das heißt, es gibt da schon die erste Folge. Ist ganz gut umgesetzt, finde ich. Klar ist es hier auch hier edgy, ich finde es halt nur mit einem übertrieben, was die für große Brüste haben. Was soll der Scheiß eigentlich? So unnötig, man muss doch nicht übertreiben. Hier, what the fuck? Warum so groß? Ich meine, gut, einige Kerle können drauf stehen, aber ich finde es, ich finde es einfach unnötig. So, dann haben wir hier Tokyo Summer of the Dead. Ist eine gute Alternative zu High School of the Dead, weil hier ist definitiv kein edgy Element. Ich meine, ich habe da keins gesehen. Die sind einfach, das ist wie High School of the Dead, bloß ohne edgy. Also wer was gegen edgy hat, der kann das gern lesen. Wird damit definitiv zufrieden sein. Ist mit 4 Bänden abgeschlossen, nur zur Info. Variante, erstes Band, mir fehlen immer noch die anderen 3. Wobei ich nicht weiß, wo ich einen zweiten Band kaufen kann. Naja, sehr traurige Geschichte, sehr traurig, finde ich. Ist ein richtig bestes Drama-Manga, finde ich, bis jetzt. Wir leben in der Gegenwart. Es gibt Monster, die fressen Menschen oder töten Menschen, whatever, ist dasselbe im Endeffekt. Sie hat so einen Unfall überlebt, ihre Eltern alle tot, der Familie tot. Sie überlebt mit diesem Monsterarm und man sieht halt, wie sie alles darauf reagiert, wie sie halt psychisch belastet wird und okay, hier steht sogar Adult, also für Erwachsene, also das ist kein Hentai oder so, das ist nicht deswegen, das ist vielleicht einfach nur, weil es so brutal ist, dass es man meint, dass es einfach nichts für Kinder ist. Würde ich auch keinem Kind empfehlen, also das ist krass. Dann haben wir hier Velvet Kiss. Ich meine, das ist zwar, hier ist das Hauptelement, dass es edgy ist, aber ich würde es nicht als Hentai abstempeln, weil die Story an sich, ja, ist halt eine Drama-Story, könnte man sagen. Entweder man kann es halt jetzt als gut oder schlechte Drama-Story bezeichnen. Es ist auf jeden Fall eine richtige Story da, im Gegensatz zu manchen anderen Hentais, die es da so gibt. Deswegen würde ich ihn eher als Manga durchlassen. So, Moment. Ich will es schon gerade haben. Und der letzte auf meiner
in meiner Sammlung. Und zwar Yakuza Girl. Ja, hat edgy Elemente. Die Hälfte meiner Mangas haben so viele, oder? Egal. Jedenfalls, geht es hier um eine Schule. Die sind hier in einer Schule, sind alles Yakuza-Typen oder so. Bloß haben die alle irgendwie Superkräfte oder sowas. Und es geht halt um zwei Protagonisten, die dann am Ende zusammenkommen. Im Endeffekt ist das der ganze Manga. Hat auch nur zwei Bände. Ja, ist halt vielleicht, die kann man so halten, dann sieht man das auch gescheit. Mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Gut. Moment, das machen wir jetzt mal wieder so wie es war. So viel zu meiner Manga-Sammlung. Ich werde im nächsten halben Jahr oder in einem Jahr dann nochmal eine neue Manga-Sammlung machen. Neues Video, Manga-Sammlung-Video, so. Und mal sehen, was da sich so alles ergibt. Daher würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Werden ein oder anderen Manga haben möchte oder wissen möchte, wo man ihn kaufen kann, denn der kann es gerne in die Kommentare schreiben oder ich werde es in die Videobeschreibung rein verlinken. Mal sehen. Ansonsten habe ich die alle aus thalia.de. Die könnt ihr euch da raussuchen. Die haben eigentlich alle alles mögliche an Mangas. So. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.